Schon die alten Römer nutzten zum Entspannen in ihren Thermen die Wärme aus dem Inneren der Erde. Über 2000 Jahre später findet man die sogenannte Geothermie noch immer. Denn Thermalwasser wirkt anregend auf den Kreislauf, entspannt die Muskulatur und spielt auch eine Rolle im Gemüseanbau. Richtig gehört. Dazu aber später. Wir machen heute einen Tagesausflug zum Entspannen. Mit dem Freizeitticket geht's per Zug von Linz nach Geinberg. Unser erstes Ziel, die Therme. Oder wie sie auch genannt wird, die Karibik des Innviertels. Ich glaube vor allem, das ist der Punkt, dass man gerne davon träumt, aber vor allem auch am Wochenende nicht immer umsetzen kann. Und deswegen wollen wir einfach, sage ich, dieses ganze Feeling, dieses Karibik-Feeling hier in die Region mitbringen. Und genau für dieses Feeling sorgt hier die Karibik-Lagune. Sandstrand, Strohschirme, Palmen und Cocktails inklusive. Und dafür gibt's auch das passende Wasser. Vor allem haben sie bei uns die Möglichkeit, dass wir nicht nur Frischwasser haben, sondern eben Frischwasser, Thermalwasser und Salzwasser. Und die ganze Kombination auf 3000 Quadratmeter aufgeteilt. Ich glaube, das ist ziemlich einzigartig in Österreich. Nachdem wir es uns auf der Liege gemütlich machen, geht es für eine Personal-Trainingseinheit in den Fitnessraum. Also rein ins Trainingsgewand, aufwärmen am Laufband und los geht's. Viele sind am Sitzen. Und da gibt es eine super Übung, auch für zu Hause. Man kann das gerne auch mit einer Wasserflasche machen. Man braucht keine Kettlebell unbedingt. Ganz wichtig, dass die Kettlebell in der Körpermitte ist. Hüftbreiter Stand. Dann hebt man, als würde man jetzt einen Bierkasten aufheben. Etwa 3000 Kalorien verbrennt man so in einer halben Stunde. Der Trainingseffekt ist übrigens dann am besten, wenn man sich danach richtig entspannen kann. Kurze Kaffeepause im Panorama-Café mit dem Blick auf die typische Innviertler Landschaft. Danach geht's zurück in die Karibik. Ich glaube, das ist genau, was auch Teil der Erholung ist, dass man einfach unberührte Natur sieht, grün, wo das Auge hinblickt. Und das unterstützt natürlich den Erholungsfaktor immens. Viel Grün, das gibt es auch bei unserem nächsten Stopp. Wir besuchen den Hofladen in Geinberg. Seit heuer wachsen dort Bio-Paprika, Gurken und Tomaten. Die wollen's in ihrem 11 Hektar großen Glashaus vor allem warm. Und dafür sorgt das Wasser der Therme. Wir nutzen den Rücklauf aus der Therme Geinberg, also die Therme wird erstrangig versorgt und den Rücklauf aus dem Thermalwasser nutzen wir hier im Gewächshaus zur Beheizung. Und das ist natürlich nachhaltig ohne den Einsatz von fossilen Brennstoffen. Anbau, Pflege und Ernte bedeuten Handarbeit. Dafür gibt es fast das ganze Jahr heimisches Gemüse. Wir kriegen die Pflanze ungefähr in dieser Größe, die ziehen wir dann hoch. Auspflanzung ist im Januar und die erste Ernte beginnt dann Ende März und die zieht sich dann durch über das ganze Jahr bis Dezember. Dank der Beheizung mit Geothermie können wir so auch im Frühjahr und im späten Herbst und Anfang Winter Biogemüse aus Österreich genießen. Und nicht nur das. Im Hofladen gibt es Produkte von über 40 Bauern aus der Umgebung. Und ein bisschen was davon nehmen wir mit nach Hause. Ein Tag voll mit Sport, Karibik und Stärkung. Und das alles verbunden mit der Wärme aus der Innviertler Erde. Wir kommen bestimmt wieder.